Wir stehen hier heute in der Schillerstraße in der Nähe vom Hauptbahnhof und zwar vor dem Hotel Drei Löwen. Denn hier kann man heute Tische für die Wiesen bekommen, fürs Schützenfestzelt. Das Besondere daran, die Tische sind nur für Münchner und es gibt keinen Mindestverzehr, nur eine kleine Bearbeitungsgebühr. Wir stehen seit wie lang? Seit sechs. Das ist ja das erste Mal, soweit ich weiß, dass es Tische, Wiesentische für Münchner gibt, oder? Ja, genau. Und das ist was Tolles. Um sicher zu sein, dass die Tische wirklich nur an Münchner vergeben werden, musste jeder seinen Ausweis vorzeigen. Und dann diese Nachricht. Der Chef hat gerade gemeint, 40 Tische sind nur noch frei. Sehr wenig und ja, schauen wir mal, was passiert. Wie kann es sein, dass es nur 40 Tische gibt? Ich meine, es ist ja doch etwas wenig, oder? Ja, aber das wurde ja vom Stadtrat so beschlossen, dass eine gewisse Anzahl von den nicht reservierten Plätzen, eine Prozentzahl, freigegeben werden darf. Um 9 Uhr ging es los. Die ersten Münchner durften sich ihre Tische abholen. Nummer 17 und 16. Wie lange standet ihr an? Seit 5. Und wie fühlt man sich? Man freut sich. Nur kurze Zeit später waren die Tische schon weg. Es gibt keine Karten mehr. Schlecht organisiert und auch ein bisschen enttäuschend, dass es dann doch nur so wenige waren. Aber ja. Wie viele waren es denn? Also anscheinend waren es 30. Am Anfang hieß mal 120, aber ja, ist jetzt bitter, aber ist halt so. Ich habe gehört, du regst dich ganz schön auf. Ja, weil das echt scheiße ist, weil das dann genau 3 oder 5 Leute reinkommen, ja, und das war's. Und dafür stehen dann 600 Leute an. Also das ist echt, das ist richtig lächerlich, wirklich. Ich finde es einfach eine Unverschämtheit, dass man deswegen sich hier anstellt und denkt, dass man vielleicht was kriegt und dann doch nichts kriegt. Also es ist echt scheiße. Doch dann gab es noch eine kleine Chance, einen Tisch auf der Wiesn zu bekommen. Radio Charivari verloste unter allen Anwesenden ein Wiesnpaket inklusive Tisch und Freibier. Ihr dürft auf die Wiesn! Ja, wir dürfen auf die Wiesn, das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Gell? Das ist wirklich Hammer, das ist geil. Das war ein harter Kampf, den wir da heute gefochten haben. Und der hat sich für diese drei Jungs gelohnt.